Im Laufe der Jahre ist die Komplexität der Produkte enorm gestiegen. Entwicklungszeiträume werden länger und Nachentwicklungsarbeiten nehmen immer mehr Ressourcen in Anspruch. Durch fehlende interdisziplinäre Kommunikation kommt es darüber hinaus zu Problemen in der Produktentwicklung, die nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. Um die interdisziplinäre Kommunikation und Kollaboration zu verbessern, wird Systems Engineering als Ansatz während der Produktentwicklung eingesetzt. Hierfür wird ein interdisziplinäres SE-Projektteam bestehend aus diversen Stakeholdern zusammengestellt. Zur Einführung des Systems Engineering hilft uns initial das SE-Reifegradmodell. So werden zunächst Standpunkte und Ziele definiert. Aus diesen Reifegradzielen werden Maßnahmen abgeleitet. Danach entstehen genaue Arbeitspläne, die letztendlich als Grundlage zur Einführung von Systems Engineering dienen. Diese Pläne werden an alle kommuniziert, wobei entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Anschließend wird ein Pilotprojekt aufgesetzt, um die abgeleiteten Maßnahmen im kleineren Rahmen zu testen und auf mögliche Probleme zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dieses Resultat kann nun standardisiert und einheitlich im Unternehmen angewendet werden. Mithilfe von Systems Engineering gelingt es dem Unternehmen, die Kommunikation im Team zu verbessern, sowie Fehlerquoten und Nachbearbeitungszeit deutlich zu reduzieren. Besuchen Sie jetzt den Online-Demonstrator und überzeugen Sie sich selbst.